make it a better place. It'll take creation, imagination. Try to draw outside the line. Let us see inside your mind. You'll find inspiration. All I'm saying is you can do it. I wanna hear you say. Hallo, hier ist Gesche von Gestempelt und ich möchte zusammen heute mit dir diese besondere Faltkarte machen. Das ist so eine Fancy Fold Karte, doppelt gefaltet, wie auch immer. So einen richtigen Namen hat sie noch nicht. Und zwar, es ist ein ganz einfaches Prinzip. Hier ist so eine extra Karte eingebaut und du faltest dann die Basiskarte einfach einmal so auseinander. Ich habe alles vorbereitet, damit wir die zusammen basteln können. Wie immer findest du unten in der Infobox nochmal die Maße des Papiers, sodass du dir das vielleicht erst zuschneiden kannst, damit du dann mit mir zusammen basteln kannst. Und da ist auch ein Link zu meinem Blog, wo du dann immer den direkten Beitrag nochmal findest. Und da ist auch nochmal alles notiert, was ich heute verwendet habe, damit du es nachbasteln kannst. Genau, wir machen einmal den Anfang und zwar brauchst du ein Stück Farbkarton in den Maßen 10,5 x 28 cm. Legst die lange Seite oben an. Ich habe jetzt hier Blutorange passend zu dem Designpapier Moonblütenzauber gewählt. Und du faltest einmal bei 7 cm und bei 14 cm. Dann brauchst du ein weiteres Stück Farbkarton in Blutorange. Und das ist 7 mal 22 cm lang und es wird einmal in der Mitte bei 11 cm gefalzt. Dann sind wir mit der Falzarbeit soweit auch schon durch. Der Papierschneider kann wieder weg. Und jetzt habe ich hier ein Alles Gute zum Geburtstag aufgestempelt. Das findest du im Moment in dem Stempelset Liebe Gedanken. Das ist ein Stempelset, was du dir gratis im Rahmen der Celebration aussuchen kannst. Auch da schreibe ich dir nochmal den Link unten in die Infobox. Da kannst du dir die Prämie nochmal angucken. Und bei einem Umsatz von 60 Euro kannst du dir das von mir schenken lassen. Jetzt nehmen wir unser schwarzes Stempelkissen und dann wird der Spruch hier einmal auf der linken Seite, also links von der Falz, aufgestempelt. Und jetzt fangen wir auch schon an, einmal das Ganze zusammenzukleben. Das wird ja unsere Basiskarte. Da wird einmal die Falz wie immer in der Mitte gefaltet und diese zweite Falz wird dann einmal nach außen geklappt. Einmal schön nachziehen, damit die Karte sich gut öffnen lässt nachher. Und jetzt habe ich einmal das Designpapier, das ich einkleben möchte. Das ist das Designpapier für vorne. Das hat die Maße 6,5 x 10 cm. Das kommt einmal hier vorne drauf. Und für innen habe ich aus dem Mondblütenzauber das gestreifte Papier verwendet. Das hat die Maße 13,5 x 10 cm. Das sieht irgendwie nicht aus wie 10 cm. Da habe ich mich verschnitten. Und das ist jetzt ja total blöde, dass ich da schon Kleber drauf habe. Okay, also nehme ich mir doch mal schnell das Stück Papier zur Hand. Das andere lasse ich trocknen, das kann ich nachher nochmal verwenden. So, jetzt nochmal. Oder habe ich mich ein bisschen verschnitten. So, das sieht besser aus. So, 13,5 mal 10. Das Ganze nochmal von vorn. Und das wird dann einmal hier eingeklebt. Dann nimmst du dir dieses Kärtchen und faltest es auch einmal in der Mitte. Da kleben wir erst ein Stück Flüsterweiß ein. Das hat die Maße 6,5 x 10,5 cm. Wo habe ich das gestempelt? Da, alles gut. Genau so soll es sein. Und das Ganze wird dann einmal mittig auf das gestreifte Designerpapier geklebt.
so. Das kann man ja mit Tombo immer noch mal schön schieben. So, und jetzt habe ich mit unserem tollen Frameless Mohnblüte heißen die, glaube ich. Lass mich gucken. Mohnblüten. Hier siehst du alle Framelits einmal. Die großen Blüten, Blätter, noch so Blüten, die man als Hintergrund ausstanzen kann. Das Innere und die Stempel der Blüten und nochmal eine andere Form. Das habe ich alles schon ausgestanzt und aufgeklebt. Hier als Basis Blutorange, Flamingorot und Schwarz. Und hier habe ich Olivgrün und Farngrün verwendet. Und jetzt fange ich einmal an, indem ich die große Blüte aufklebe, und ich mache ganz bewusst die Dimensionals nur in die Mitte, damit ich gleich die Blätter schön drunter schieben kann. Und da ist es ganz wichtig, dass man die Blätter wirklich so unterschiebt, dass sie hier zum Beispiel nicht drüber gucken, denn dann kannst du die Karte nachher nicht mehr ordentlich öffnen. Das ist jetzt letztens beim Workshop einer Teilnehmerin passiert, und deswegen kann ich jetzt diesen guten Hinweis geben, damit dir das nicht passiert. So, jetzt habe ich schön rumgesaut mit dem Tombow. Das verstecke ich aber einmal. So, einmal das Blatt, und das andere Blatt wird unten einmal drunter geschoben. So, einmal ein bisschen anziehen lassen. Und wenn du jetzt die Karte einklappst, ist diese Fancy Fold Card schon fertig. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht zuzugucken. Das kannst du natürlich mit jedem Design machen und mit jedem Designerpapier. Das ist immer schön, weil es einfach mal eine andere Kartenform ist. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Nachbasteln und freue mich natürlich, wenn du bei mir aktuelle Stampin' Up! Ware bestellst. Unten findest du auch den Link zu den Katalogen. Ich schicke dir die gerne kostenlos zu. Ich wünsche dir einen ganz schönen Tag. Bis ganz bald. Tschüss.